herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir den ersten wirklichen Nugget-Ausflug, auch nur einen kleinen, aber zu einem sehr schönen See um die Ecke. Und wir haben auch schon einiges eingeräumt, deswegen schauen wir mal, was wir tatsächlich alles erleben werden. Auf jeden Fall lohnt es sich mitzukommen, weil die ganze Landschaft außenrum ist echt geil und wir sind absichtlich bei nicht allerbestem Wetter unterwegs, damit wir nicht so viele Leute treffen. Es geht zum Hintersteiner See im Kaisertal, also wer das kennt, der weiß sicher, dass da normalerweise schon immer ganz schön was los ist. Und heute könnte ich mir vorstellen, dass wir ziemlich viel Glück haben könnten, weil eben gute Sicht, aber kein strahlender Sonnenschein. Kommt mit! So, jetzt haben wir den See schon erreicht und jetzt geht es ein bisschen am See entlang. Schon echt geil aus, der See, finde ich. Wart ihr schon mal hier? Schreibt mal in die Kommentare, wer den See schon kennt. Im Sommer badet man da auch ganz gerne, also da baden einige, aber es ist hübsch kalt, also es ist nicht, der wird nicht so richtig warm. Wir sind jetzt am See und parken hier neben der Straße, um einmal kurz die Drohne hochzuschießen, weil ich glaube, das sieht echt gigantisch aus. Und wie gehofft ist heute nichts los und dementsprechend, denke ich mal, das sollte jetzt einfach passen. Was sagt ihr denn da so dazu? Schön? Ist es schön hier? Bis jetzt, ja. Jetzt kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Aber der sollte an uns vorbeikommen. Mit Blick auf den wilden Kaiser. Also ich glaube, jetzt checkt man schon, warum der See wirklich, wirklich geil ist. So, wir gehen jetzt eine Runde am See entlang. Das sieht auch sehr lieb aus, gerade eben. Ich glaube, hier entlang gegangen bin ich tatsächlich noch nie. Wir sind ein paar Mal raufgeradelt, früher, aber das ist wirklich schon Ewigkeiten her. Und dementsprechend alles neu, sieht toll aus. Parkgebühr am großen Parkplatz kostet 3 Euro pro Tag. Ist auch in Ordnung, finde ich. Kann man jetzt nichts sagen. Für Münchner Verhältnisse ist das gerade mal 1,5 Stunden in der Innenstadt. Oder? 20 Minuten. Oh, Schatzi.
Du schaust ja ganz zerknautscht aus. Jeder hat seinen Teil zu tragen. Ich nehme die schwere Kamera und der Chris den leichten Miet. 300 Gramm zu 13 Kilo. Und hier sieht man den See durchschimmern. Wow. Sehr, sehr schön. Und da hinten raus geht's Richtung Kufstein. Aber auch ordentlich erstmal den Berg runter. Schwoich Kufstein. Unser Kleiner hat gerade ein Eichhörnchen entdeckt. Wie heißt das für dich? Ei, ei? Ei, ei. Ja, alles, was man streichen kann, heißt nämlich Ei, ei. Ei, ei, genau. Ei, ei, ja. Passend zu Ostern. Hat man immer wieder Aussicht über den See, allerdings ein bisschen versteckt in den Bäumen. Und der Weg ist sehr, sehr nett. Da geht es auch über so Treppenstufen rauf. Dementsprechend schwer kinderwagentauglich, sagen wir es mal so. Aber wirklich sehr nett angelegt. Und ein Bänkchen. Chris meint gerade, irgendein Depp trägt die Bank bis hierher. Ich finde es sehr nett. Aber klar, irgendwie muss sie ja mal hergekommen sein. Ah, hier ist Spitze. Wow. Sieht echt schön aus. Und da kommen wir gerade her. Schön. Oh. 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 Keine Begeisterung. Rodeo! Juhu! Ja, Rodeo macht schon Spaß. Seeblick ist egal. So ein kleiner Banause. Du bist so ein kleiner Banause. Jetzt sieht man rüber aufs Skigebiet in Schäffau. Ist natürlich alles leider schon geschlossen. So, jetzt sind wir wieder unten am See. Also es geht wirklich wunderschön drumherum. Und da seht ihr auch wieder den wilden Kaiser im Hintergrund. Aber es ist so einiges verboten. Dieser See ist Privateigentum. Um das Naturjuwel zu erhalten, sind Fahrten mit Booten, das Fischen, Krebsen, Surfen und die Verwendung von Tauchgeräten untersagt. Puh, aber gut. Heute hätten wir eh keinen Bock, irgendwas davon zu machen. Schaut mal hier. Also die Aussicht ist definitiv gigantisch. Und die anzuschauen ist ja schon mal nicht untersagt. Jetzt haben wir bald das andere Ende vom See erreicht. So, jetzt sind wir wirklich am anderen Ende und haben da nochmal beste Aussicht aufs Kaisergebirge. Die Sonne kommt sogar wirklich ein bisschen raus. Also es sieht wirklich richtig schön aus. Sehr, sehr geil, wie ich finde hier. Also ich weiß nicht, wie viel da sonst los ist. Ich kann mich nur noch erinnern, dass man... Also der Parkplatz sah zumindest immer voll aus, wenn man vorbeigeradelt ist. Deswegen denke ich mal, man ist sonst nicht so alleine. Aber an so einem Tag, wo es nicht so gut angesagt ist, kann ich es wirklich nur empfehlen, hier hochzuschauen. Also es ist echt idyllisch und malerisch zugleich. Was ein bisschen schade ist, man kann nicht direkt am See entlang zurückgehen, sondern macht da eine ordentliche Schleife. Und da sieht man jetzt Richtung Schwoich runter, würde ich behaupten. Also auf jeden Fall ist es jetzt komplett die andere Seite vom See. Vorher haben wir ja nach Schäffau runtergeschaut und jetzt... Oh, macht ihr das krantig? Aha, das macht ihn krantig, dass man da so weit außen rum muss. Schon schön, aber eben doch ein ganz schöner Hatscher für die Biker unter uns, aber ich glaube, das war fast klar. Und hier seht ihr mal, was so alles angeschrieben ist. Da wird es wieder Richtung Söll gehen. Achleiten,
Waller Alm. Die soll übrigens auch ziemlich toll sein, war ich allerdings noch nicht drin. Und da wäre dann die steinerne Stiege. Das geht, soweit ich weiß, dann wirklich Richtung Kuhstein runter. Ah ja, da steht es auch. Wilder Kaiserrunde. Alles klar, See West. Also Campen ist verboten, haben wir ja vorher schon gesagt am Parkplatz, aber Urlaub am Bauernhof ist zumindest möglich. Also die Aussicht ist wirklich richtig geil. Klar, das ist jetzt mehr so eine Touristenwanderung, also nicht so ausgefallen wie unsere normalen Radtouren. Aber gerade mit Familie oder eben, ich habe mir gestern ein bisschen wehgetan, leicht verletzt, besser geht's ja gar nicht. Schaut euch das an, das ist wirklich geil. Also ich finde es echt mega. Da seht ihr auch, wie weit wir vom See weggehen mussten. Also klar, machbar, aber ein Stückchen ist es trotzdem. Was ist das Fazit von den Männern bis hier? Ei, Eier. Eier. Ei, Eier. Da habt ihr jetzt auch nochmal Kaiser im Hintergrund, See neben uns. Das Blaue ist halt so geil. Keine Ahnung, warum der so besonders blau ist, aber es ist schon echt ein geiles Blau. Den Kleinen macht's grantig, weil der würde lieber drin schwimmen. Und da haben wir zwei Lamas oder Alpakas oder was auch immer das ist. Behaarte Tierchen mit Fell. Ei, ei sozusagen. Ja, ei, ei. Seht ihr es schon? Bin mir nicht sicher, wie mutig ich bin. Aber ein Stückchen gehe ich mal noch ran. Falls jetzt dann gleich ein Spotzer auf der Kamera ist, dann waren es wohl tatsächlich Lamas. Nicht so schnell. Die müssen sich doch an uns gewöhnen. Jetzt sieht man sie, glaube ich, schon. Sehr süß. Ein bisschen näher habe ich mich jetzt doch noch rangewagt. Die sehen ziemlich knuffig aus. Und solange sie so liegen, auch relativ harmlos. So, jetzt machen wir nochmal einen Schwenk über den See. Jetzt scheint nämlich tatsächlich so richtig schön die Sonne. Und jetzt sieht man erst, wie malerisch das Ganze alles aussieht, finde ich. Und hier wäre sogar ein Skibus und eine Jausenstation. Und ganz wichtig, viele Steine. Kannst du Stein sagen, Spazi? Stein? Stein? Also, am Wilden Kaiser selber ist natürlich kein Skigebiet, sondern das Skigebiet heißt, in dem Fall ist es Schäffer oder eben Going am Wilden Kaiser. Und das ist ja nur, weil auf der einen Seite eben der Wilde Kaiser ist. Und das Skigebiet ist aber das, der Großraum, also einfach nur nach Hopfgarten rüber und nach Brixen runter, die andere Seite vom Kamm. Da waren wir übrigens schon zusammen mit Skifahren. Mhm, stimmt, stimmt. 23.12. bei Schneefall. Allerdings leider kein so tolles Wetter. Aber weihnachtlich war es definitiv, nur halt ziemlich und weiß. Krass. Schaut mal, wie geil, das ist echt malerisch. So, jetzt sind wir noch mal ein Stückchen weiter wieder. Da hinten seht ihr jetzt wieder Skigebiet Schäffau. Sieht man auch hinterm See. Und da hinterm Baum sieht man jetzt noch kaum, aber das ist das Kitzbüheler Horn. Da spritzt es jetzt noch mal hervor. Da kommt's. Sehr genau dann. Das vorne ist übrigens dem Chris sein Lieblingsskigebiet bisher, oder? Ja, ich mach's voll gerne, weil es sind tolle Strecken und für Anfänger sehr, sehr gut und ich bin immer noch Anfänger. Wenig und, los. Und vor allem, genau, sehr, sehr wenig los. Egal, selbst in der Hauptsaison hast du nicht dieses Massenmenschenpult-Auflauf, sondern selbst in der Haupthochsaison gehst du hin und wenn du noch fünf andere Skifahrer siehst, bist du glücklich. Und das war's. Mittlerweile auch einige neue Lifte, also nicht mehr ganz so lahm mit wie noch vor ein paar Jahren. Genau. Und auch viel für die Kinder eigentlich. Also so ein richtiger Kinderpark, da werden wir dann auf jeden Fall hochschauen, weil unser Kleiner mit den da anfängt. Hoffentlich diese Saison. Schauen wir mal. Stimmt, stimmt. Stimmt. Dieses Jahr geht's ja los mit ihm. Du wächst groß so schnell.
So, jetzt müssen wir uns langsam ein bisschen beeilen. Da hinten schaut so aus, als ob es schon regnen könnte über dem Gipfel. Das geht Richtung Eiberg, würde ich jetzt mal tippen. Und ja, hier vorne schaut es noch gut aus. Weit haben wir es nicht mehr. Also wir haben jedenfalls Chance, trocken zum Auto zurückzukommen. So, ich bin noch ausgelacht worden, dass der Regen nicht kommt, aber da ist er schon. Voll Gas mit richtig fetten Tropfen, nichts los. Ich sperre schon mal den Bus auf. Und wahrscheinlich werde ich heute übrigens auch im Bus übernachten. Die erste Nacht, nur am Parkplatz bei uns zu Hause. Aber ich liebe Regengeräusche. So, jetzt aber schnell rein in den warmen Bus. Und der Parkplatz hat sich mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen gefüllt. Spitze, rein in die gute Stube. Du auch. Also kannst auch vorne rein, nein, wie du magst. Die Schuhe sind einfach. Ist okay. Wir putzen mal wieder durch. Geilomat! Was ist das für ein Timing? Mega, oder? Ohne laufen. Ja, einer muss ja noch den Schlüssel suchen. Ah, unser Chauffeur ist bereit. Fährst du uns zurück, Spatzi? Hä? Bist du bereit, Spatz? Sag doch. Sag, bist du bereit? Fährst du uns zurück? Er sagt, mit dem Busfahrer wird nicht gesprochen. Hat er gut erkannt. Einer von uns muss nochmal raus, habe ich gerade gehört. Viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich. Sehr, sehr geil. Das Timing ist echt mega perfekt. Wir hatten ja gar nichts geplant. Wir sind einmal rundum. Und die letzten paar Meter mussten wir ein bisschen schneller gehen als gedacht. War tipptopp. Mega geil, Omar. Sowas macht doppelt viel Spaß. Übrigens habe ich nochmal eine technische Frage an die Busfahrer unter euch. Unsere Batterie, die ja geladen oder getauscht, ich weiß es gar nicht, muss ich jetzt nochmal nachfragen, nachdem es so komisch aussieht. Auf jeden Fall, die Wohnraumbatterie geht. Die hat jetzt aber relativ viele Striche angezeigt, also alle bis auf zwei. Und dann plötzlich, nachdem wir gefahren sind, nur noch zwei von allen Strichen. Woran kann das denn liegen? Alles ist aus, also Kühlbox ist aus, Heizung ist natürlich aus, alles aus, kein Licht ist gelaufen. Ist das normal oder haben die uns echt diese tiefenentladene Batterie einfach nur irgendwie nochmal ins Leben gerufen, sodass die so schnell verliert? Check ich nicht. Also falls das jemand weiß, gerne mal ab in die Kommentare.